Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Willkommen bei Kapitel Normalgleichung, Koordinatengleichung einer Ebene. Bisher kennen wir die Parameterdarstellung, da brauchen wir drei Sachen. Die da wären ein Stützvektor und zwei Spannvektoren. Richtig. Der Stützvektor, was war das denn nochmal? Gut, den haben wir geometrisch gedeutet als Punkt der Ebene. Richtig, ich zeichne ihn hier auch mal ein und nenne ihn auch P. Gut, und die beiden Spannvektoren, die haben wir geometrisch als Pfeile gedeutet, die an den Punkt rangehängt werden. Genau, ich zeichne sie hier auch ein. Und wir erinnern uns an das GeoGebra-Applet, was wir euch damals gezeigt haben. Da haben wir gezeigt, dass man mit so einer Art und Weise, sprich einen Punkt und zwei Pfeile rangehängt, jeden anderen Punkt auf der Ebene erreichen kann. Ich zeichne jetzt den zweiten Spannvektor nicht an. Da war was wichtig, was denn? Dass die auf jeden Fall nicht parallel sind, denn sonst legen sie nur eine Gerade fest und keine Ebene. Richtig. Deswegen jeder zweite zeichne ich ein. Irgendwie, egal wie, aber nicht parallel. So, das ist hier also die Parametergleichung. X ist P plus R mal U plus S mal V. So, das ist altbekannt. Jetzt schauen wir uns das Neue an. Wir haben jetzt nur zwei Sachen. Einen Stützvektor und einen normalen Vektor. Okay, einen Stützvektor kann ich mir geometrisch vorstellen. Das ist ein Punkt. Richtig. Normalen Vektor ist etwas Neues. Was kann ich mir darunter geometrisch vorstellen? Ein Pfeil. Nichts anderes als ein Pfeil. Okay, aber wenn es ein Pfeil ist, wir hatten drüben als Spannvektoren auch Pfeile und da haben wir gesagt, wir brauchen zwei. Warum brauchen wir jetzt nur noch einen Pfeil? Das ist das Schöne, wir brauchen jetzt nur noch einen, aber er muss senkrecht auf der Ebene stehen. Ich weiß, Sie begreifen das nicht sofort, ich habe es mal vorbereitet okay. Für Sie. Nehmen Sie mir hier mal eine Ebene. Ja. Genau. Zur Einfachheit halber machen wir die parallel zu x1, x2 Ebene. Hier habe ich ein Bleistift vorbereitet, das soll der Pfeil sein, unser normalen Vektor im Endeffekt. Jetzt soll der senkrecht sein auf der Ebene. So wäre falsch, oder? Mhm. So? Auch. So? Ja, das sieht schon eher senkrecht aus. Ja, okay. Dann würde doch aber eigentlich der normalen Vektor, also sprich dieser Pfeil hier, völlig ausreichen. Die Ebene ist senkrecht dazu, wunderbar. Dann ist sie doch fest definiert. Nicht ganz. Fast. Denn auch diese Ebene würde passen. Oder auch diese Ebene würde passen. Immer ist der normale Vektor senkrecht zur Ebene. Ah, aber das Problem können wir lösen, indem wir sagen, der normale Vektor, also der zugehörige Pfeil, beginnt in einem bestimmten Punkt. Und wenn wir einen bestimmten festen Punkt auf der Ebene haben, haben wir wieder einen Stützvektor. Richtig. Okay. Gucken wir uns das mal einfach hier jetzt auch auf der Skizze an. Der Stützvektor ist geometrisch betrachtet wieder ein Punkt. Und den normalen Vektor, haben Sie aufgepasst, Herr Thein, was ist der nochmal? Ja, ist ein Pfeil, der senkrecht zur Ebene steht. Richtig. Ich hänge ihn hier an den Punkt dran, als ein Pfeil, der senkrecht zur Ebene steht. Senkrecht deutet man an, indem man natürlich hier wieder so diesen rechten Winkel hier dran hängt. So, drüben haben wir die Spannvektoren mit kleinen U und V mit einem Pfeil drüber abgekürzt. Gibt es ja auch einen Buchstaben, mit dem man das ausdrückt? Ja, da gehört fest ein kleines N dazu. Ich schreibe es auch hier in die Skizze. Das kann man sich merken. N wie normalen Vektor. Okay. Ja, das ist ja alles schön und gut. Aber irgendwie bin ich irritiert, weil wir haben ja hier drüben die Gleichung, also die Parameterdarstellung der Ebene. Ja? Wir haben gesagt, jeden beliebigen Punkt irgendwo auf der Ebene, nehmen wir jetzt mal den hier drüben, den Punkt X, können wir erreichen, indem wir im Punkt P starten, hängen V in einer gewissen Länge ran, hängen U in einer gewissen Länge ran und landen dann hier. Ja? Das sagt ja auch diese Gleichung. So, jetzt gehe ich mal hier rüber. Jetzt nehme ich mal hier irgendeinen beliebigen Punkt, nenne ihn auch wieder X. So. Und jetzt möchte ich diesen Punkt X erreichen. Jetzt sagen Sie mir bitte mal, wie soll ich vom Punkt P, wenn ich N in einer gewissen Länge ranhänge, dort jemals landen? Ich lande ja irgendwo oberhalb der Ebene. Ich lande doch nie hier drüben. Ja, deshalb arbeiten wir auch hier mit einer anderen Methode. Nicht mit der, wir wollen den Punkt erreichen, sondern wir arbeiten mit dem, was wir letzte Woche kennengelernt haben. Wissen Sie noch, was das war? Skalarprodukt. Richtig, das Skalarprodukt. Wir nehmen zwei Vektoren, die senkrecht aufeinander stehen und bilden daraus eine Gleichung. Klingt kompliziert, ist aber gar nicht so schwierig. Einen Vektor haben wir schon, einen normalen Vektor. Wir brauchen noch einen zweiten. Okay, das heißt, senkrecht aufeinander stehen, da macht ein Punkt keinen Sinn, wir brauchen einen Pfeil. Richtig. Da wir hier zwei Punkte haben, P und X, würde ich mal sagen, wir nehmen doch einfach den Pfeil, der zwischen den beiden Punkten P und X ist. Genau. So. Schreiben Sie unten auch mal diesen Vektor hin, Px. Ja, das wäre Px. Genau, und der steht ja auch senkrecht auf den normalen Vektor, kann man oben auch einstellen. Stimmt, denn er ist Teil der Ebene und alles, was in der Ebene drin liegt, muss senkrecht darauf stehen, nachdem wir es vorhin gesagt haben. Das heißt, das Skalarprodukt, also mal den normalen Vektor, gibt 0. Okay. Und das ist im Endeffekt schon unsere Ebenengleichung. Im Endeffekt sind wir fertig. Wir können hier jetzt jeden beliebigen Punkt, der auf der Ebene ist, einsetzen in diese Gleichung und sie ist erfüllt. Nehmen wir einen Punkt, der nicht auf der Ebene ist und setzen ihn hier ein.
dann ist die Gleichung nicht erfüllt. Und so passt es dann. Klingt eigentlich recht logisch. Ja. So, ich habe es offiziell hier jetzt ganz schnell mal hingeschrieben, wie man es offiziell schreibt. Schreibt, die Ebene ist festgelegt, E Doppelpunkt. Und dann dieses Px schreiben wir natürlich als x minus p in Klammern. Also genauso, wie man es einfach auch berechnen würde. Richtig, nichts anderes. Mal, also Skalarprodukt mit dem normalen Vektor n ist gleich 0. So, wir wollen euch noch eine zweite neue Ebenengleichung vorstellen, die aber sehr eng mit der normalen Gleichung zusammenhängt. Dafür haben wir Teile des Aufschriebs von gerade eben hier nochmal hinkopiert. Das wäre die Skizze der Ebene und die beiden Zeilen drunter. Die müsst ihr nicht nochmal abschreiben. Was ihr noch ergänzen solltet, ist rechts oben diese beiden Darstellungen des Stützvektors und des normalen Vektors, wo man jeweils deren drei Einträge sehen kann. So, was wir jetzt machen, ist, dass wir das, was da unten steht, was ja im Prinzip ein Produkt ist aus einem einzelnen Vektor rechts und links einer Differenz von Vektoren, dass wir das nach den Regeln, die wir von früher schon kennen, ausmultiplizieren. Was wäre das denn für eine Regel? Ja, das ist Distributivgesetz, also x mal n minus p mal n. So schaut das Ganze dann aus und häufig bringt man jetzt noch das p mal n auf die andere Seite rüber. Außerdem bleibt es nicht in der Darstellung, sondern wir wollen das auf eine ganz andere Form bringen und dafür müssen wir jetzt noch oben die Vektoren auch wirklich in dieser Spaltendarstellung einsetzen. Beides kommt jetzt. So, jetzt ist es etwas unübersichtlich geworden, wird aber gleich deutlich übersichtlicher, denn was kann man denn jetzt auf beiden Seiten berechnen? Ja, hier steht ja das Produkt aus zwei Vektoren und hier auch das Produkt aus zwei Vektoren. Das ist das Skalarprodukt, das kann man ja einfach berechnen. Das sieht dann so aus. Also x1 mal a, wir haben gleich a mal x1 hingeschrieben, weil in der Darstellung, die man oft sieht, steht es auch so rum da. Gut, dann plus b mal x2 plus c mal x3. Wie geht's weiter? Na gut, rechts haben wir einfach das Gleiche gemacht. p1 mal a plus p2 mal b plus p3 mal c. Jetzt ist es so, das, so wie es hier steht, ist tatsächlich eine weitere Ebenengleichung. Da können wir auch ein E-Doppelpunkt davor schreiben. Die sieht ein bisschen wild aus. Tatsächlich ist es so, die linke Seite bleibt genauso stehen. Aus der rechten Seite wird aber eine einzelne Zahl. Warum denn? Naja, das ist das Skalarprodukt und das hier ist eine Zahl, das ist eine Zahl, das ist eine Zahl. Zusammen addiert ist es auch eine Zahl, also hier steht nur eine Zahl. Ja, das wird euch nachher an einem Beispiel, glaube ich, deutlich klarer. Da werdet ihr auch sehen, dass es wirklich eine sehr schöne Darstellung ist. Übrigens die Ebenendarstellung, mit der wir am häufigsten arbeiten werden. Viel mehr als mit der eben gelernten normalen Gleichung und auch viel mehr als mit der zuvor gelernten Parametergleichung. Zunächst schreiben wir uns aber mal allgemein auf. Jede Ebene E lässt sich beschreiben durch eine normalen Gleichung, in dieser Form hier, mit dem Stützvektor P, hier, geometrisch ist das ein Punkt, und dem normalen Vektor N, das ist der hier, das ist geometrisch ein Pfeil. Gut, die andere Darstellung wäre die sogenannte Koordinatengleichung, was jetzt neu dazu kam. Die linke Seite, wie gesagt, genauso wie wir sie gerade eben ausgerechnet haben, mit der rechten Seite, das D steht jetzt für eine einzelne Zahl. Die linke Seite des A, B und C sind einfach die Einträge des normalen Vektors, haben wir hier dargestellt. Und die rechte Seite, dieses D, das ergibt sich aus der Multiplikation von Stützvektor mit normalen Vektor. Deswegen haben wir diese Zahl D mal so pink eingefärbt, dass man auch sieht, das hängt mit dem Stützvektor zusammen. Wichtig ist, bei beiden kommt der normalen Vektor vor. Dann haben wir unten nochmal notiert, das ist ein Vektor, der orthogonal auf der Ebene steht. Und diese Skizze, wie sie hier ist, die werden wir in den nächsten Wochen noch ganz oft brauchen. Die sollte sich euch einprägen, so stellen wir allgemein eine Ebene dar. Wir kommen zur Aufgabe. Jetzt war das bisher alles vielleicht ein bisschen viel und neu und vielleicht auch teilweise etwas verwirrend, was wir in dem Video gemacht haben. Werdet aber sehen, jetzt in der Anwendung, in der Aufgabe, ist es gar nicht so schwer mit der normalen und Koordinatengleichung. Erstmal zu dieser Aufgabe. Wir haben einen Vektor n gegeben, der normalen Vektor, minus 2, 3 und 5, das ist der normalen Vektor von der Ebene, und haben einen Punkt p, minus 1, 4, minus 2. Jetzt heißt es erstmal in Aufgabenteil a, man soll eine normale Gleichung der Ebene angeben. Was machen wir da jetzt? Ja, das ist jetzt ganz einfach. Nehmt einfach die Formel von oben, also die Formel der normalen Gleichung, und setzt da n ein, setzt p ein, und das war es eigentlich schon. Die Lösung sind 3, 2, 1. So, hier ist die Lösung. Ihr seht, das ist einfach die normalen Darstellung der Ebene. Und hier ist einmal der Stützvektor eingesetzt und hier ist der normale Vektor eingesetzt. Gut, wir kommen jetzt zur B, die machen wir mal gemeinsam. Man könnte die Koordinatengleichung auch bestimmen, jetzt durch dieses Ausmultiplizieren, was wir schon mal am Anfang gemacht haben. Es geht aber deutlich
schneller. Wir wissen, auf der linken Seite ist es eigentlich nur ein Mix aus den Einträgen des normalen Vektors und x1, x2, x3. Und das schreibt Felix gerade schon mal hin, das wäre minus 2x1 plus 3x2 plus 5x3. Das ist die linke Seite. Die rechte Seite der Gleichung bekommt man jetzt, indem man das Skalarprodukt von p und n bildet. Kann man im Kopf machen, es geht aber noch ein bisschen leichter. Man kann nämlich einfach diesen Punkt, also minus 1, 4, minus 2, hier auf der linken Seite für x1, x2, x3 einsetzen und das im Kopf ausrechnen. Wir machen es mal gemeinsam. Also minus 2 mal minus 1 gibt 2. Ja. 3 mal 4 gibt 12. Ja. Insgesamt 14. 14. 5 mal minus 2 gibt minus 10. 14 minus 10 sind 4. Dann steht rechts eine 4. So. Dann kommen wir zum Aufgabenteil C. Wir sollen prüfen, ob der Punkt Q211 in der Ebene liegt. Und im Prinzip machen wir nochmal genau das Gleiche, was wir gerade eben gemacht haben. Warum? Naja, wir müssen jetzt auch nur diesen Punkt Q hier für x1, x2, x3 einsetzen. Wenn da auch 4 rauskommt, liegt er in der Ebene. Kommt was anderes raus, liegt er nicht in der Ebene. Denn die Koordinatengleichung der Ebene sagt nichts anderes aus, als dass jeder Punkt, der auf der Ebene liegt, die Gleichung erfüllen muss. Sobald wir also einen Punkt einsetzen und die Gleichung wird nicht erfüllt, liegt dieser Punkt auch nicht auf der Ebene. Ist recht einfach zum Nachvollziehen. Probiert es mal selber aus. Die Lösung sind 3, 2, 1. Also wir haben Q hier eingesetzt, also Q in E, also minus 2 mal 2 plus 3 mal 1 plus 5 mal 1 ist gleich 4. Dieses ist gleich 4 gehört zur Ebenengleichung. Das haben wir von hier übernommen. Vergesst das nicht. Gut, dann haben wir die linke Seite ausgerechnet. Und kriegen da auch 4 raus. Das heißt, 4 ist gleich 4. Das passt. Und damit liegt der Punkt Q in der Ebene. Das können wir auch notieren. Gut. Wichtig wäre zu sehen, dass die Koordinatengleichung uns hier einen großen Vorteil bringt. Nämlich, wenn ihr euch erinnert, bei der Parametergleichung eine Punktprobe zu machen, das hat ewig gedauert. Da musste man die einzelnen Zeilen aufschreiben, dann musste man es auflösen und so weiter. Hier einmal kurz eingesetzt, einmal im Kopf gerechnet und sofort wissen wir, ob ein Punkt in der Ebene liegt oder nicht. Deswegen werden wir ab jetzt überwiegend mit dieser Koordinatengleichung arbeiten. Und weitere Beispiele davon machen wir wie immer im Unterricht. Bis dann. Tschüss. Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch zwei kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert, dann würden wir euch empfehlen, macht das, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.